Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe von, ach, kann ich euch jetzt so nicht zeigen, muss ich, nee, da kann ich auch nicht zeigen. Ja, von Venom, ich muss das auspacken, habe ich Anfrage gekriegt, ob ich mal ein PS4-Headset zeigen möchte. Und da habe ich gedacht, na klar, warum nicht, weil viele fragen immer nach PS4-Headsets, nach dort kleben, wo sie einfach nur einen Stöpsel drauf haben, Headset, und dann, jo. Und das ist dieses, für Chat dann halt. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich bin von solchen Lösungen eigentlich nicht so begeistert. Für zwischendurch, für mal spielen ist es okay. Aber wenn du streamst oder wenn du mit Kollegen vernünftig spielen willst, empfehle ich immer ein normales Headset. Und das dann an der PS4 entweder mit einem USB oder mit Kabel oder was weiß ich. Weil da könnt ihr dann sagen, wenn ihr ein gutes Headset habt, wirklich ein gutes, was auch Dolby hat und so, da könnt ihr in der PlayStation die Einstellung machen, Chat auf Kopfhörer und Spiel auf Kopfhörer. Weil wenn ihr das hier habt und der Fernseher läuft, das Mikrofon nimmt immer dann noch ein bisschen was vom Fernsehen mit auf, und dann hat man immer noch diese Fernsehgeräusche, also wenn bei euch gerade geballert wird und so. Und das ist in der Party oder im Spiel teilweise sehr, sehr nervig. Moment. So, das war meine Frau. Die Kleine ist wach. Wir wollen ja einkaufen gehen. Ich soll sie jetzt bespaßen. Wie gesagt, das ist jetzt hier für PS4, Xbox One, PC und Mac, Nintendo Switch. Es kann ja sein, dass das Mikrofon hier sogar so gut ist, dass es wirklich nur die Stimme aufnimmt und nicht den Fernseher. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil, wie gesagt, es ist noch verpackt. Ich richte euch mal nach unten. Ich werde das auf jeden Fall testen. Privat, wenn ich mit ein paar Leuten zusammen zocken werde. Achso, hier sind noch Aufkleber. Im Stream geht's halt schlecht. Da habe ich ja sowieso mein Headset auf, was ich am PC dran habe, damit ich das Spiel mitkriege. Und da kann ich schlecht... Ah, hier, das ist rausgefallen. Das war da drin. So. Zack, zack. User Guide. Venom.com. Achso, hier haben wir dann wieder... Auf Venom.com finden wir den User Guide. Und alle Einstellungsmöglichkeiten und so. So. Oh, das erste, was mir auffällt, der Kabel ist mal lang genug. So. Der wird dann in die PlayStation gesteckt. In den Controller gesteckt. Wir haben auch hier eine Möglichkeit zum Festhalten. Das werden wir alle im Hardware-Video uns angucken. Ich gucke jetzt gerade mal nur so drauf. Schön gepolstert. Verarbeitung sieht auch sehr gut aus. Ja. Also das müssen wir uns dann im Hardware-Video mal etwas genauer angucken. Oh, hier ist auch gepolstert. Das ist cool. Ich wollte ja nur ein kurzes Unboxing machen, damit ihr wisst, was mit bei ist. Es ist eigentlich nur das Headset mit bei. Mehr ist nicht mit bei. Und dann halt der User Guide. Mehr ist nichts mit bei. Also keine Software oder irgendwas dergleichen, weil ihr schließt ja auch per Klinke an. Also von daher Software sowieso nicht. Ja, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder. Bis dahin, Däumchen wert, Träumchen. Bis dann, Ahoi, sagt euer Odin.